Und willkommen auf meinem Kanal. Ein Rossmann DM Haul. Ich war mal wieder einkaufen. Meine Meerschweinchen brauchten ganz viel. Und da ist auch ein bisschen was in meinen Einkaufskorb gesprungen. Und das zeige ich euch. Ein bisschen von jedem etwas. Ein bisschen auch so ja, Putzen und Meerschweinchen. Und als allererstes so eine umweltfreundlichen Tücher, die ich gekauft habe. Ich finde das ganz nett, ne? Da ist ja der blaue Engel hinten drauf. Die sind ein bisschen umweltbewusster und die stehen bei uns immer so auf dem Tisch statt Taschentücher. Und wenn man das mal braucht für den Mund abwischen oder für die Nase oder wie auch immer, dann hat man so ein Tuch. Und ich habe davon genau zwei Stück gekauft. Dann habe ich, jetzt weiß ich gar nicht so genau, was ich wo gekauft habe, aber ich glaube, das ist der Rossmann Haul. Also erst Rossmann und dann DM. Dann habe ich auch das hier für meine süßen Meerschweinchen gekauft. Das andere habe ich schon alles woanders hingetan. WC-Papier, Zewa-Rollen und Streu und Heu für die Meerschweinchen. Das zeige ich euch natürlich nicht, aber das liegt jetzt hier gleich oben drauf. Das verfüttern wir aber nicht so oft, weil es ist ja nicht so gut für die Meerschweinchen. Und dann noch mal ein paar Kräuter. So, das war das Unwichtige. Jetzt kommt das Wichtige. Das Wichtige, noch mal was Unwichtiges. Ja, die Meerschweinchen brauchen auch ein bisschen was Nettes. So, dann habe ich bei Rossmann noch mal so ein bisschen was für die Hände gekauft. Das ist ganz neu. Das ist mit Lavendel. Und ich mag Lavendel sehr. Lavendel hat viele, viele tolle Eigenschaften. Lavendel heilt auch. Und das ist halt frei von Mikroplastik. Lavendelhygiene zum Auffüllen für das Teil, was da am Waschbecken steht, was man so aufdrehen kann, kann ich das wieder befüllen. Dann habe ich was gekauft, was ich im Moment ständig bei anderen Frauen sehe oder was ständig irgendwie benutzt wird. Und ich war jetzt mal neugierig, wie die Dinger sind. Und zwar sind das so eine Augenpads. Und da gibt es unterschiedliche, die kosten bei Rossmann 90 Cent. Und da habe ich einmal mit Aloe Vera, das blaue ist mit Aloe Vera, Hyaluron und Vitamin E, Deep Hydration, na, schauen wir mal. Und einmal Veggie Mixtur, Gurkenextrakt, Hyaluron und Tigergras. Also, vielleicht ist das was, müssen wir mal schauen. Ich habe das auch für meine Mädchen mitgebracht und zwar habe ich gedacht, ich benutze einmal das Blaue und meine Mädels bekommen das, weil ich muss die halt, wir müssen alle zu Hause bleiben, die haben Homeschooling. Und ich muss die ein bisschen bespaßen. Und wenn ich denen irgendwas mitbringe, dann freuen sie sich. Und sie sind jetzt auch schon so, dass sie so ein bisschen auf ihr Äußeres achten. Und dann freuen sie sich, fühlen sie sich ein bisschen erwachsener. So, dann habe ich was gekauft, was ich gestern hier verzweifelt gesucht habe und nicht gefunden habe. Einfach so um die Augenbrauen, wenn ich so ein bisschen Lidschatten drauf gemacht habe, um die Augenbrauen einfach noch so ein bisschen durchzukämmen. Ich weiß nicht, wo das geblieben ist. Ich habe das gestern den ganzen Tag gesucht. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch irgendwie runtergefallen vom Schrank oder so. Dann habe ich zweimal Spüli gekauft. Die fand ich ganz toll. Ich meine, die sind auch neu. Und das ist einmal mit Cherry Blossom und einmal Verbena. Verbena. Ich rieche mal. Da kann man ja nicht riechen. Riecht sehr toll. Oh, richtig lecker. Das Rote mit Berry. Ja, frisch. Werde ich testen, sehen wir dann vielleicht mal in einem Aufgebraucht-Video oder ich erwähne es einfach oder ich kaufe es nach. Auf jeden Fall diese beiden Spülmittel werde ich jetzt genau unter die Lupe nehmen. Mich hat das angesprochen, ich mag ja gerne so ein bisschen auf die Umwelt achten. Ich bin natürlich nicht perfekt, ne? Das sieht man ja schon daran. Aber ich bin halt gewillt, mein Bestes zu geben oder ein bisschen bewusst einzukaufen. So, dann habe ich von Alterra ein schönes Duschgel mitgebracht. Geheimnisse. Das hat mich angesprochen, weil das auf mich so warm wirkte. Mit Bio-Kurkuma und Biomandel. Ja, Alterra, ne? Naturkosmetik ist neu. Wieder mit Arganöl sehe ich gerade. War aber keine Absicht diesmal. Ich rieche mal. Oh ja, schön orientalisch. Es riecht sehr warm, sehr orientalisch, so richtig so, da möchte man sich gleich duschen gehen. Ich habe heute aber schon geduscht. Ach, das ist, ach, wenn ihr das riechen könntet. Ach, das riecht ganz toll. Ganz toll, das war gut und günstig. Ein
Richtig schöner. So wie das da aussieht, so man denkt so Zimt irgendwie, Mandel. Ganz toll. Riecht ganz, ganz toll. Und wenn da noch Arganöl drin ist, na, kann ja nur besser werden. So, und dann habe ich mir das noch gekauft, weil, na, die Friseure haben zu. Manchmal sehe ich meine eigenen Videos und denke dann immer, na, hier so ein bisschen vielleicht mal schauen. Ich finde immer, sowas muss man im Haus haben, wenn man blonde Strähnchen hat. Ich werde mal gucken. Also oft hat das einen ganz schönen krassen Gelbstich. Aber ich habe auch nichts anderes gefunden. Und wenn das jetzt noch länger geht, dass die Friseure zu haben, dann muss ich irgendwann halt mal, weil ich halt ja auch so ein bisschen für euch hübsch sein will. Ich weiß, ihr liebt mich auch so, glaube ich. Aber ich will einfach das denn so für mich machen. Ich habe auch noch was anderes. Habe ich das hier? Müsste eigentlich dahinter stehen oder habe ich das weggeräumt? Ich habe noch so einen von Taft, so einen braunen Schaumfestiger. Den mache ich auch manchmal rein, wenn ich in der Not bin. Für mal schon ein bisschen länger Corona. Wenn es mal so gar nicht geht, dass ich überhaupt nicht zum Friseur komme, dann mache ich entweder so ein bisschen dieses Blond rein. Das wäscht sich auch wieder raus. Ne? Ich denke mal, das kennen wohl die meisten. Das ist einfach so ein Spray. Wenn man das aufmacht, dann macht man so und dann, ich habe da sogar mal ein Video drüber gemacht, ganz am Anfang. Da kann man mal so ein ganz klein bisschen so tun, als wenn man Strähnchen gemacht hat. Und da habe ich noch was bei DM gekauft, dann werde ich das einfach mal vergleichen. So, das war der Rossmann Haul. Ich komme gerade vom Einkaufen. Die Kinder packen gerade den Rest aus. Ich war ja noch Lebensmittel einkaufen und ich habe gesagt, ich mache erstmal ein Rossmann Haul. Ich komme gleich wieder. Und dann sortiere ich das nämlich alles auch weg. So, dann muss ich mir erstmal hier schnappen. Das war Rossmann und jetzt kommt DM. Ich habe bei DM, wo wir gerade bei den Haaren waren, ganz zum Schluss habe ich das hier noch entdeckt. Da denke ich mal, das ist wohl das gleiche und das werde ich dann einfach mal beides vergleichen. Ist auch ein Ansatzspray. Mal gucken, wie das so in der Handhabung ist. Vielleicht ist das ja noch so ein bisschen mehr blond. Das kostet 6 Euro etwas und das kostet um die 2,95 Euro. Das bei DM, das bei Rossmann. Das gab es, also Moment, nicht durcheinander kommen. Das hier gab es natürlich auch bei DM, aber ich habe das hier, also das ist ja speziell DM. Ich habe bei Rossmann nichts Günstigeres oder Besseres oder so gefunden, wirklich nur das. Und ich weiß auch, dass das ganz gut ist, das geht mal zur Not. Und das hier kenne ich gar nicht und da habe ich gedacht, vielleicht haben wir alle was davon, wenn ich das mal teste. Für uns, ne, für die blonden Strähnchen-Leute, die jetzt einfach einen Übergang suchen, also eine Notlösung. Das ist kein Vergleich mit Strähnchen machen beim Friseur, aber es ist eine Notlösung. Ne, für vielleicht mal nur so hier vorne oder hier hinten, je nachdem. Dann habe ich mir einen schönen Tee mitgenommen. Das hätte ich auch bei Rewe oder so kaufen können. Aber ich habe das jetzt halt bei DM gekauft, weil ich da direkt vorbeigegangen bin. Den wollte ich schon immer mal probieren. Ich habe schon Zitrone. Und Zitrone ist so lecker. Allerdings mag meine Mama das gar nicht. Die sagt so, nee, das schmeckt nicht so. Sie mag lieber Pfirsich. Ich mag Pfirsich gar nicht. Und Orange wollte ich jetzt auch mal probieren von dieser Reihe Spanisch. Spanische Reihe von Teekanne. Das sind sehr beliebte Tees, die sehr, sehr lecker sind. Und ab und zu, wenn ich dann zu viel Kaffee getrunken habe oder Cola Light, dann muss ich auch mal einen Tee trinken. Gerade so in der kalten Jahreszeit bin ich so ein Teetrinker. Da machen wir dann immer ein bisschen Süßstoff rein, weil ohne schaffe ich keinen Tee zu trinken. Ich brauche mal ganz viel Süßstoff. Sonst bekomme ich das nicht runter. So, dann habe ich noch was gekauft, was ich finde, muss man immer im Haus haben. Ich habe immer Natron im Haus, immer. Mache damit alles Mögliche. Ich mache hier auch mein Deo damit. Oder eine Zeit lang haben die Kinder sich immer einen Schleim damit gemacht. Da war das ganz modern, Schleim damit mit Rasierschaum, Natron und so. Und was brauchte man noch? Kontaktlinsenflüssigkeit. Da wurde hier jeden Tag irgendein Schleim ausprobiert. So ein Schmierkram. Aber mit Natron mache ich auch in die Linsen rein oder in die Bohnen oder so, wenn ich die koche oder Kichererbsen oder so. Das macht man dann, glaube ich, immer da rein, damit das dann schneller geht oder weicher wird oder besser verstoffwechselt werden kann oder so. Das weiß ich von meiner Schwiegermama. Die weiß das. Die hat gesagt, das macht man da rein. Und dann mache ich das, wenn sie das sagt. So, dann. Ich wühl hier, wühl, wühl, wühl. Dann habe ich noch mal was mitgenommen, was ich mir noch mal anschauen möchte.
Das ist ja von meinem Lieblingshersteller, also Balea hat ein Trockenshampoo, Blossy Bloom oder so heißt das. Das ist so mein Produkt. Ich möchte mir das jeden Tag in die Haare machen. Gerade nach dem Waschen. Ich habe heute gewaschen, habe ich so richtige schlaffe Haare. Und wenn ich das mal reinmache, ach, das könnte man ja eigentlich auch gleich testen. Ne? Kann ich mal machen. Mal gucken, wie das riecht. Achtung. Oh, das riecht ja toll. Ach, man denkt jetzt voll der Kokosgeruch. Also ein bisschen schon nach Kokos, aber super angenehm. Ich will nur mal nur für euch wissen, wie es riecht. Oh, das riecht wie Parfüm. Hä? Das geht nicht. Das geht nicht. Also für mich riecht das gerade richtig lecker. Ich will echt, ich mache es nochmal in die Spitzen. Eigentlich mache ich es in meinem Ansatz, aber ich möchte mal. Also wenn mich nicht alles täuscht, riecht das gerade richtig gut. Das werde ich euch auf jeden Fall nochmal berichten, ob das jetzt wirklich so toll ist wie das andere. Weil bei dem anderen werde ich definitiv bleiben. Fiel mir auch schwer, das nicht zu nehmen. Es fiel mir echt schwer. Aber ich habe gedacht, nein, wir wollen ja auch ein bisschen was lernen bei einem Rossmann Hol. Und ich probiere den mal. Ich war neugierig. Ich mag sowieso gerne Kokos. Kokosdüfte liebe ich total. Dann habe ich was mitgenommen. Oh, was ganz Berühmtes. Ne, wer viele YouTube-Videos schaut, der kennt das bestimmt. Ja, die habe ich mitgenommen. Das ist eventuell eine schöne. Ich sage jetzt nicht, dass es ein Dupe ist zu irgendwas. Nein, das will ich gar nicht. Aber mir hat die andere so sehr gut gefallen. Es gibt ja die Bum Bum Creme von ganz berühmt, ganz toller Duft. Also kann man mit nichts vergleichen. Bei Douglas. Teuer, also richtig schweineteuer, wollte ich sagen. Richtig, richtig teuer. Und dann habe ich mir das Dupe dazu mal geholt, auch von Balea. Hatte eine andere Verpackung, war so orangiger und das ist mehr so die rote Variante. Und ich bin so froh, dass ich das bekommen habe. Ich suche das schon ganz, ganz lange. Mir hat die, also ich habe sie jetzt nicht so verglichen mit der Bum Bum Cream, also obwohl sie mir auch sehr gut gefallen hat, aber ich habe das immer so ein bisschen getrennt gehalten. Bum Bum ist toll. Dann kam die Balea war auch sehr toll. Von der Konsistenz her super schnell eingezogen, habe ich aber verbraucht und ist alle. Und deswegen möchte ich die noch mal schnuppern. Ich mache es mal für euch. Ich sag euch mal, ob sich das lohnt, die zu kaufen oder nicht. Auf jeden Fall kann ich euch so schon sagen, wenn die genauso ist wie die andere, diese orangige, dann ist die schon toll. Jetzt muss die nur noch gut riechen, weil die wird definitiv super einziehen. Sieht toll aus, ne? Also diese Cremes, die ziehen unheimlich schnell ein. Ach, ist ein ganz anderer Duft. Ja, Kakao, genau. Es riecht nach Kakao. Ach, das ist witzig. Ganz anders, nicht fruchtig. Ich weiß nicht, warum ich immer denke, dass es fruchtig riecht. Nee, mit Kakaobutter. Und wie wird das denn ausgesprochen? Baobaöl. Bob, nee, nochmal. Warte, ich übe noch. Baobab. Also sag mal, wie wird denn das ausgesprochen? Baobaböl. Baobaböl. So, jetzt habe ich es. Baobaböl. 10 Jahre später. Baobaböl. Ich hätte mal üben sollen im Auto, aber da muss ich ja fahren. Ja, also, ne? Riecht sehr nach Kakaobutter. Die Konsistenz kenne ich schon. Wer die Richtung Kakaobutter mag, der kann sich das gute Stück auch gerne mal kaufen. Ich bin gespannt, ob sie genauso gut einzieht. Ich war so neugierig. Sie kommt mit in mein, natürlich in mein Bodylotion-Video. Ich teste ja schon wieder. Und dann habe ich jetzt einen neuen Test eröffnet in meinem Kopf beim Einkaufen. Ich werde noch mal, weil ich ja so unheimlich gerne, und wir müssen ja im Moment viel eincremen. Ich mag ja so unheimlich gerne von Avon Care diese Handcreme. Ich liebe die über alles und jeder, der die benutzt hat, findet die toll, weil die super schnell einzieht und pflegt. Also kann ich nur weiterempfehlen. Wer Lust hat, bei Avon was zu bestellen, der möge gerne mal eine Handcreme ausprobieren. Super günstig, super toll, zieht schnell ein. Kann ich nur wärmstens weiterempfehlen. Jetzt habe ich so gedacht, weil ich ja auch von Asam diese Aqua Intense Creme geschenkt bekommen habe. Gesundheit. diese Aqua Intense Handcreme geschenkt bekommen habe und die auch so toll ist, habe ich gedacht, naja.
Bei Avon muss man bestellen, hat man vielleicht keine Lust. Bei Asa muss man bestellen, hat man vielleicht keine Lust. Vielleicht gibt es ja irgendwie bei Rossmann oder DM eine Handcreme, die ein bisschen vergleichbar ist mit der von Avon. Deswegen habe ich gedacht, ich teste mal. Ich habe da Lust zu. Das sind günstige Produkte. Ich werde nichts Teures kaufen. Ich werde bei den, also nicht 6 Euro für eine Handcreme oder so, sondern ich werde bei den günstigen bleiben, weil Avon ist ja auch günstig. Vielleicht ist doch interessant. Wir müssen uns ja eh andauernd die Hände eincremen oder sollten wir zumindest viele. Wenn ich so an der Kasse stehe und dann so die Verkäuferin sehe, die tun mir immer leid. Ne? Die haben so ganz offene Hände. Ne? Und die Leute aus der Pflege natürlich auch. Die müssen ja auch ständig. Aber die haben ja auch dann Handschuhe an, aber na egal. Jedenfalls habe ich mir dann 2 Handcremes gekauft. Einmal diese hier von Balea, die hat mich sehr angesprochen durch das ganze Outfit. Ich finde die unheimlich hübsch und ich musste sie mitnehmen. 1,35 Euro kostete sie bei DM. Ich finde sie toll. Sie ist mit Rosenwasser für geschmeidig weiche Hände. Die werde ich mal testen. Und dann muss ich natürlich sowas mitnehmen, ist ja klar, ne? Sonst wäre das ja nicht ich, ne? Dann wäre das ja nicht mein Kanal. Ökotest, sehr gut, deswegen habe ich sie mitgenommen. Ich hoffe, sie ist nicht zu reichhaltig, weil da steht drauf, intensiv Handcreme mit Bio-Granatapfel und Bio-Karieté-Butter für sehr trockene Haut. Ach nee, Gott sei Dank. Zieht ganz schnell ein. Ist schon weg. Ah. Bleibt noch eine kleine Überraschung. Und was ich euch auch noch sagen möchte, also Rossmann All DM Haul ist hiermit beendet. Und jetzt gibt es noch ein paar Insider für meine lieben Follower. Wisst ihr, was ich mir gekauft habe bei Avon? Habe ich mir mitbestellt. Nochmal ein schönes Peeling. Das ist jetzt das dritte Peeling, was ich bei Avon teste. Die ersten beiden waren schon Bombe. So ein silbernes habe ich getestet und so ein schwarzes, glaube ich. Und jetzt das grüne. Da freue ich mich richtig drauf. Ich habe es noch nicht geöffnet. Ich rieche mit euch zusammen. Oh, Spa riecht immer so toll. Oh, kommt immer so, wenn ich so ein bisschen pumpe, dann kommt immer was raus. Ja, dann kann ich euch das auch zeigen. So sieht das aus. Riecht mega. Riecht mega. Richtig lecker. Die Spa-Produkte von Avon, die kann ich euch auch unheimlich empfehlen, weil die so toll sind. Die sehen nicht nur hübsch aus, sondern die sind, also die hat 6 Euro gekostet. Da kommt man lange mit hin, sind 200 Milliliter, kann man echt ein paar Mal mit duschen. Und dann habe ich mir was bei Avon gekauft, das hatte ich euch auch schon erzählt. Nochmal einen schönen Mascara mit einer Stufe, 1, 2, 3. Der wird getestet, den zeige ich euch natürlich auch dann gerne mal in einem Schminki. Und dann habe ich noch was bestellt, und zwar Ohrringe. Und zwar diese, die, wo an Brustkrebs auch gespendet wird und an Gewalt an Frauen. Na, das ist so ein Produkt, wenn man das kauft, dann wird das für einen guten Zweck gespendet. So sieht das aus. Dann mache ich das mal auf. Bin ganz gespannt, es ist noch zu. Ich habe sie mir noch nicht angeguckt. Ich habe es hier nur in der Broschüre gesehen und bei Instagram und da habe ich gedacht, die will ich auch haben. Mal schauen, ob sie mir gefallen. Ich bin gespannt. Und ob sie euch gefallen, ist ja auch wichtig. Ihr müsst mich ja damit auch sehen. Oh ja, die gefallen mir. Schön. Oh, jetzt weiß ich nicht, was ich bezahlt habe dafür, ne? Aber es ändert sich sowieso in jeder Broschüre. Also ab 1. Februar gibt es wieder eine neue Broschüre. Ich halte sie jetzt mal irgendwie, versuche ich gerade, sie so festzuhalten, dass ihr das gut sehen könnt. Das sind sie. Die sind doch schön, ne? Guck mal, die sind geschlossen. Ganz wichtig. Die haben eine ganz angenehme Größe. Diese, nicht so eine Riesendinger hier. Sondern die sind so mittel. Also die werde ich bestimmt gerne mal vielleicht sogar im nächsten Video tragen. Finde ich ganz toll. Silberrosa. Ganz süß. Ganz süß, glitzert dann schön. Also ganz toll, freue ich mich gerade drüber, dass ich die gekauft habe. Und dann hat man ja auch gleichzeitig einen guten Zweck erfüllt. Ne? Avon hat das immer in so einer Box, das ist auch immer super praktisch. So, und jetzt habe ich noch was, ist auch noch verpackt. Da bin ich auch richtig gespannt, wie das aussieht, weil ich nicht weiß, wie ich das aufkriegen soll. Hier ist die Schere. Moment, ich öffne ganz schnell das Paket. Ist nämlich hier so zugeklebt. Moment. Ich will auch nichts kaputt machen. Oh, das
Das haben die aber ganz schön sicher hier eingepackt. Hübsch. Wow, Avon. Nicht schlecht. Bin ich ja immer ganz stolz, wenn Avon schöne Sachen hat. Ein bisschen bleibt das an der Seite hier hängen. Aber das kriegt man ab. Och, das geht auch ab. So, dann. Jetzt klebt es an meinem Finger und will nicht weg. Gut, ich muss doch ein Video machen. Dann ist das hier eine Pappschachtel. Und wir wollen ja das Produkt sehen, nicht die Verpackung. Ihr seid gespannt, was das ist. Ich auch. Also, ich habe mir was gegönnt. Das war ja nicht so ganz günstig. Aber für, also für Avon-Verhältnisse, ne? Das ist eine Blush and eine Glow-Palette. Und ich bin ganz gespannt, wie sie aussieht. Ich weiß nicht, wie sie aussieht. Hab's auch nur in der Broschüre gesehen und jetzt öffnen wir sie. Ihr dürft zuerst. Mit Spiegel. Spiegel fast so groß. Ja, genau. Geh mal weg. Können wir besser gucken. Ja, was ist das? Das soll Bronzer sein, Blush sein und Highlighter. Den Preis, ja, was hat die gekostet? Ich weiß das nicht. Ich muss das im Nachhinein reinschreiben. Ich schreibe das im Nachhinein rein, was die gekostet hat. Die wird es jetzt in der Broschüre geben. Ich nehme an, im Februar schon. Okay, gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen. Ich bin ja ganz erstaunt. Das geht doch. Also, das ist so ein sehr pinkiger Ton für die Wangen, ein Blush. Das ist ein, ich muss selber gucken, ne? Ich sehe die ja auch gerade zum ersten Mal. Das ist ein Bronzer. Mal gucken, ob der zu dunkel ist. Der hat auf jeden Fall ein bisschen Glow mit drin. Dann gibt es zwei Highlighter, einen helleren, einen goldigen. Der ist sehr. So, der passt sehr gut zu da unten. Also, das ist mehr so ein, ja, wie zeichne ich das jetzt? So ein ganz helles Rosa. Nee, rosa nicht, aber so ein ganz heller Champagnerton. Champagner, genau. Gut beschrieben. Und der hier ist mehr so goldig. Sehr schön. Gefällt mir gut. Und hier ist es matt, ein matter Bronzer. Der ist ein bisschen heller. Und dann so ein schönes Schweinchenrosa. Mal gucken. Kommt ja immer drauf an, wie das denn so auf der Wange aussieht. Ne? Ist ja eher nicht so meins, so dieses Rosa. Das ist sehr rosa. Ich hätte es gerne ein bisschen peachiger gehabt. Eventuell kann man das mischen, aber ich habe gedacht, wenn ich mal mit euch einen Avon-Schminki mache, wenn ihr möchtet, dürft ihr mir natürlich gerne sagen, wenn ihr das möchtet, mache ich das. Und dann habe ich wenigstens mal so alles da. Und ich mag ja so gerne Produkte, wo viel drin ist. Wisst ihr, wie ich das meine? Also wenn man nicht jetzt so ein Blush, ein dies, ein das, sondern alles so hat man, dann kann man das mal mitnehmen, irgendwo mit hin. Oder ja, ich finde das immer praktisch, wenn das alles so in einer Palette ist. Da bin ich sehr gespannt, werde ich mal irgendwie mit einbauen in einen Schminki. Muss ja auch kein Avon-Schminki sein. Das kann ich ja eigentlich auch schon mal so zwischendurch mal zeigen. Einfach mal präsentieren, wie das so ist. Werde ich machen. So, und das war's. Also DM Rossmann und ein bisschen Avon Hall. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen inspiriert, ein bisschen abgeholt, ein bisschen unterhalten. Euch hat das Spaß gemacht zuzusehen. Das würde mich sehr freuen. Wenn ihr möchtet, dürft ihr mir natürlich sehr gerne was Tolles in die Kommentare schreiben. Eure Meinung oder Verbesserungsvorschläge oder Videovorschläge, was auch immer ihr mir gerne sagen möchtet. Ich lese mir alles durch. Manchmal dauert es ein bisschen, bis ich antworte, aber eigentlich gehe ich dann auch immer noch in die älteren Videos und gucke nach, hat mir da jemand geschrieben. Also es ist nie böse gemeint, wenn ich mal aus Versehen jemanden nicht antworten sollte. Manchmal mache ich auch nur ein Smiley, dann habe ich ganz viel Stress seit mir, deswegen bitte nicht böse. Ich versuche eigentlich sonst immer alle Fragen und alles immer zu beantworten und für euch da zu sein. Das ist ja klar, weil ihr mir ja auch ganz doll wichtig seid. Ne? Und ja, was wollte ich noch sagen? Ja, dürft mir natürlich auch gerne kostenlos abonnieren, wenn ihr möchtet. Und ansonsten bleibt bitte gesund, viel Spaß beim Shoppen und ja. Lasst euch nicht ärgern von den doofen Menschen. Das ist das Allerwichtigste, ne? Also, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.